Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Eigentlich möchte ich Frauen gar nicht unterhalten. Ich bringe sie nur zum Lachen, um zu sehen, wie weit sie ihren Mund aufbekommen. Nein. Okay. Frauen haben keinen Kulturbeutel. Sie haben einen Drogeriemarkt to go. Mein Radiergummi heißt Selbstvertrauen. Er schrumpft mit jedem Fehler, den ich mache. Manchmal trage ich in der Öffentlichkeit Kopfhörer, ohne dass Musik läuft, damit ich nicht angesprochen werde. Seit wann zählt eine Erektion nicht als Persönlichkeitswachstum? Ich bin im Hotel nach dem Essen ganz unglücklich mit dem Gesicht im Nachtischbuffet gelandet. Gampf, gampf, unglücklich. Mein Tag heute. Schlafanzug aus, duschen, neuer Schlafanzug an. Die Sache mit uns hat noch ein Vorspiel. In meinem Leben spielt Toilettenpapier schon lange eine wichtige Rolle. Bei Kopfschmerzen schwöre ich auf Aspirin. Camouflage ist so hässlich. Kein Wunder, dass es keiner trägt. Gibt es in Fleischerbetrieben eigentlich einen Schlachtplan? Eisprung klingt irgendwie viel mehr nach Osterhase als nach Blutbad. Hieß die Fahrprüfung in der DDR eigentlich Trabitur? Deine Geheimnisse sind sicher bei mir, denn ich höre dir nie wirklich zu. In Gedanken an Bud Spencer beantworte ich heute alle Fragen mit einer Ohrfeige. Wo wir denn beim Delfinkurs da unten sind. Ich ziehe was, das du nicht ziehst und das ist weiß. Mein Chef ist wie ein Babykrokodil. Große Klappe, kleiner Schwanz. Mit verstopfter Nase Fahrrad zu fahren war nicht meine beste Idee, aber zumindest muss ich jetzt nicht mehr frühstücken. Die Fat Acceptance Bewegung ist übrigens die einzige Bewegung ohne Bewegung. Das Schönste auf der Welt ist ein Kinderlachen in der Wohnung. Außer ihr habt kein Kind und könnt auch keines sehen. Habe ich mein XL-T-Shirt auf einer römischen Webseite bestellt? Habe 40 Stück bekommen. Zum Glück gibt es kein Osterlied von Wham. Mindesthaltbar bis such doch. Sperma kann man doch auch als Eierlikör bezeichnen, oder? Als der Priester mit dem Weihrauch an mir vorbeilief, rief ich: Hey Süßer, dein Handtäschchen brennt. Basierend auf meinem Kleiderschrank ist meine Lieblingsfarbe wohl Meerschweinchenhaare. Und jene, die nicht verheiratet waren, kommen in die Hölle, denn sie hatten den Himmel ja schon auf Erden. Ich wurde von einem Pantomim sexuell belästigt. Er hat mir unsagbare Dinge angetan. Wenn Veganer ja so gesund und glücklich leben, warum essen wir die dann nicht? Ehen werden im Himmel gemacht, genauso wie Gewitter, Tornados und Hagel. Lange Rede, kurz einen Gin. Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!